Meine Damen und Herren, heute melde ich mich gewissermaßen als rasender Kriegsreporter aus dem Land Absurdistan. Die Rede ist also von den Aktienmärkten. Und hier sind seltsame Dinge zu berichten, die uns ungemein fremd erscheinen, die ungemein unlogisch erscheinen. Und ich will Ihnen praktisch mal einen Einblick in diese Mentalität geben aus Absurdistan. Ein bisschen die Sehenswürdigkeiten zeigen, die Denkwürdigkeiten, die Merkwürdigkeiten, und fangen wir doch gleich mal damit an. Wir starten zunächst mal damit, dass wir jetzt angesichts des unglaublichen ökonomischen Aufschwungs, den wir durch das Coronavirus haben, folgerichtigerweise den S&P 500 jetzt in den letzten 15 Tagen mit der stärksten Rallye seit dem Jahr 1933 hatten. 1933, da war doch was in Deutschland. Naja, wir wollen hoffen, dass sich da manches nicht wiederholte, was damals passiert ist. Jedenfalls, das ist durchaus bemerkenswert, und wir sehen, dass hier sich eine gewisse Lücke auftut zwischen dem, was die Kurse tun, und dem, was eigentlich die Analysten tun. Die Analysten stufen nämlich die Gewinnerwartungen immer weiter nach unten, während die Kurse immer weiter steigen. Das ist sozusagen die normale Schizophrenie im Land Absurdistan, auch in New York Wall Street genannt. Wir sehen, dass es vor allem die Fang-Stocks sind, die hier massiv steigen können. Wir haben jetzt nicht mehr viel, um an die Allzeithochs zu kommen, die wir erreicht hatten. Okay, Tech ist natürlich, oder der Tech-Sektor, der ist natürlich, wenn überhaupt, das Einzige, was noch so richtig funktioniert. Vielleicht schauen wir uns mal hier etwa eine Amazon an, die gestern ein Allzeithoch erreicht hat, jetzt allerdings, wie Sven Hendrik hier zeigt, eine negative Divergenz hat. Jetzt haben sozusagen auch Joe, Mom and Dad in den USA entdeckt, oh, Amazon, das konnte funktionieren. Das ist doch eine gute Geschichte. Da wollen doch alle online bestellen. Ist das so? Wollen wir uns nochmal anschauen. Diese Grafik hatte ich gestern schon gezeigt. Auch E-Commerce geht nach unten. Nicht so deutlich nach unten wie vieles andere, aber auch die Umsätze von Amazon fallen. Man stellt zwar Mitarbeiter ein, weil man in bestimmten Bereichen nicht nachkommt, aber es ist schon so, dass natürlich auch das an Amazon nicht vorbeigeht. Wenn nämlich viele Menschen auf der Welt weniger Geld verdienen, dann werden sie auch weniger Geld weniger Geld ausgeben bei Amazon, indem sie online bestellen. Vielleicht sollte man darüber mal nachdenken. Wenn wir uns mal anschauen, wie absurd das Land hier ist, das wir beschreiben, dann können wir feststellen, dass der FANG-Index praktisch jetzt im Plus ist in diesem Jahr. Nahe des Allzeithochs, wie gesagt, also die Tech-Aktien, während der S&P 500 seit Jahresbeginn nur noch 12,4% down ist, also unten ist, während die Bankaktien 37,5% gefallen sind. Gestern ja Zahlen von JP Morgan und Wells Fargo, ziemlich mies. Die Aktien jedenfalls waren im negativen Bereich, weil einfach die Geldhäuser in den USA, wie auch in Europa wahrscheinlich, sehr viel für Kreditrückstellungen zurücklegen müssen, weil man mit massiven Kreditausfällen rechnen muss. Wir sehen in Absurdistan, dass sozusagen es eine kleine Differenz gibt zwischen den globalen Fällen des Coronavirus. Die Amerikaner hatten gestern die höchste Anzahl von Toten seit Ausbruch des Coronavirus, und der Lage der globalen Aktien, die natürlich getrieben werden ein bisschen von der Wall Street. Also hier ist etwas ein bisschen merkwürdig, und wir sehen bei der Marktbetrachtung hier das SPY, das ist der Spider, der maßgebliche oder das maßgebliche ETF auf den S&P 500, dass wir jetzt durchaus interessante Levels angelaufen haben. Im S&P 500 ist das diese Zone um 2850, die wir uns nachher im Chart nochmal anschauen wollen. Wir sind überkauft in jeder Hinsicht. Gestern war es vor allem der Nasdaq, der 4% gestiegen ist. Also die Tech-Werte waren es, die hier deutlich Strecke gemacht hatten. Aber kommen wir nochmal zurück in Sachen Coronavirus. Da sehen wir, dass die Amerikaner jetzt über 600.000 Fälle haben. Wir haben Spanien an zweiter Stelle, und jetzt meldet sich jemand zu Wort, den Sie kennen, nämlich Sid Donald. Der hat heute wieder mal eine großartige, heute Nacht, deutscher Zeit, eine großartige Coronavirus-Pressekonferenz gegeben, indem er nämlich jetzt zum Beispiel damit anfängt, das ist jetzt bekannt geworden, dass die Schecks, die die Amerikaner bekommen, diese Millionen von Amerikanern, die ja sozusagen vom Staat Schecks bekommen, das wird sich jetzt ein bisschen verzögern, weil das Finanzministerium jetzt erstmal den Namen von Donald Trump auf diese Schecks drucken muss, damit die Amerikaner auch sehr genau wissen, von wem das Geld kommt. Angeblich
Natürlich ist das alles Nichte von Donald Trump, aber er tut so, als wäre es sozusagen sein Geld, lässt seinen Namen draufdrucken. Dafür müssen dann die Amerikaner, die es wahrscheinlich teilweise sehr, sehr nötig haben, ein paar Tage länger auf ihr Geld warten. Nachrichten aus Absurdistan. Schauen wir uns mal an, was der liebe Donald gestern noch gesagt hat. Er hat jetzt bekannt gegeben, dass Funding, also die Geldeinspeisungen an die WHO, an die Gesundheitsorganisation einzustellen. Er hat auch gesagt, bei einer Pressekonferenz zum Coronavirus ist das sehr passend, dass er erwartet, dass die Aktienmärkte bald neue Allzeithochs erreichen. Und er glaubt, dass einige Staaten, Bundesstaaten in den USA bald wieder öffnen könnten. Einige früher, einige später, sagt er. Da gibt es ja diesen massiven Streit zwischen Trump und Cuomo, dem Gouverneur von New York, weil Trump offenkundig sich nicht klar ist, dass die Verfassung der USA eben diese Kompetenzen in Sachen Wiederöffnung der Wirtschaft oder insgesamt über solche lokalen, regionalen Fragen eben den Gouverneuren der Bundesstaaten vorsieht und nicht des US-Präsidenten. Das muss er vielleicht nochmal lernen, muss nochmal in die Verfassung gucken. Schauen wir uns an, was die Gegenseite macht. Die Demokraten haben sich jetzt geschlossen hinter Joe Biden gestellt. Gestern die Ankündigung von Barack Obama, einen Werbeclip zu machen für Joe Biden. Sanders hatte sich ja schon für Biden jetzt auch ausgesprochen. Gestern auch dann Elizabeth Warren. Also man schafft jetzt sozusagen eine Einheit, weil man einfach Trump loswerden will. Eine Einheit werden wir wahrscheinlich nicht sehen bei den heutigen Wirtschaftsdaten, meine Damen und Herren. Was Sie hier oben sehen, das sind die US-Einzelhandelsumsätze, die zuletzt nochmal gestiegen waren, aber nicht so wirklich durch die Decke gegangen sind. Heute wird ein Wert von -4% erwartet, 14:30 die Zahlen. Das wird wichtig, denn das ist ja praktisch das Fibothermometer der Amerikaner, das ist der Konsum. Und wir bekommen jetzt die März-Daten. Da unten sehen Sie, in der unteren Grafik sehen Sie die Industrieproduktion, 14:45, auch wichtig. Da dürfte es auch ein bisschen scheppern, ein bisschen weniger werden. Das zumindest sagen böse Zungen. Schauen wir uns noch an, was heute auf der Agenda in Sachen Unternehmenszahlen auf der Liste steht. Da haben wir Bank of America wichtig, 12.45 Uhr, dann United Health für den Dow Jones sehr wichtig, Citigroup kommt, Goldman Sachs kommt, Charles Schwab, der Broker, kommt. Also Banken sind es heute, die vorwiegend berichten. Deswegen die Frage, wird auch hier die Kreditrückstellungen so massiv ausfallen? Insgesamt sehen wir, dass die Unternehmen schlechter performen, die vorher sehr viel eigene Aktien zurückgekauft haben. Hier, da ist eine deutliche Underperformance zwischen dem S&P Buyback ETF und dem normalen S&P ETF. Das war vor Corona ein bisschen anders oder bis kurz vor Corona. Da haben die Buybacks sozusagen besser ausgesehen. Jeff Gundlach sagt mal hier die Wahrheit, der Bond-Guru. Das, was die Fed macht, so Gundlach, ist eine absolute Verletzung des Federal Reserve Act von 1913. Das ist nicht legitim. Die Fed ist broken, die Fed ist praktisch kaputt, aber die Märkte glauben, dass die Fed allmächtig ist. Mal gesehen, ob Gundlach recht hat oder die Märkte. Noch abschließend noch ein paar interessante Impressionen aus Absurdistan. Wir sehen, dass jetzt Öl in Relation zum S&P 500 so günstig ist wie seit der Tech-Bubble nicht mehr. Gestern Öl ja stark gefallen, weil die Saudis Europa günstig mit Öl beliefern, was wieder dann den Preis nach unten drückt. Wir sehen jetzt die Global Equity Market Capitalization, also die Marktkapitalisierung global. Wir hatten, was die Aktienmärkte betrifft, im Tief 30 Billionen Dollar verloren. Jetzt sind wir wieder ein paar Billionchen höher, aber es sind immer noch knapp 17 Billionen, die nach oben fehlen oder was jetzt etwas weniger geworden ist. Und interessant ist auch diese Grafik hier von Tavi Costa von Crescent Capital, die ich nur insgesamt empfehlen kann als sehr, sehr gute Datenquelle, dass sozusagen auch in der Finanzkrise sehr viel Geld gedruckt wurde, die Aktienmärkte aber dennoch nicht sofort gestiegen sind. Jetzt hat man sich aufgrund der Liquiditätszunahmes entschieden, deutlich zu steigen. Aber möglicherweise droht dann doch noch das Schicksal eben aus der Finanzkrise, dass die wirtschaftliche Realität, die ja deutlich schlimmer ist als eigentlich in der Finanzkrise, dass die sich dann doch wird durchsetzen müssen. Schauen wir uns noch ein paar Charts an, meine Damen und Herren. Hier sehen wir Le DAX. Der ist bei 10.662. Nicht so wahnsinnig viel passiert. Aber ich hatte Ihnen versprochen, dass wir uns den S&P 500 anschauen. Und hier sehen wir vielleicht diesen Widerstand in dieser Zone 2850 in etwa.
Das ist ein Bereich, der hier wichtig ist. Was macht Euro-Dollar? Oder schauen wir uns noch kurz den Nasdaq an, der gestern am stärksten gestiegen war mit 4%. Was macht Euro-Dollar? Der handelt aktuell bei 1,0963, wenig verändert. Gold hatte ja gestern ein 7-Jahres-Hoch erreicht, aktuell bei 1723. Also etwas tiefer. Und Oil is coming a little bit down in Absurdistan. Also es ist so, dass dieser großartige Deal OPEC Plus mit der Zustimmung von Trump, Saudis, alle Russen, alle dabei. Aber Ölpreis fällt trotzdem. Was ist da los, muss man sich fragen. Das sind Strukturen in Absurdistan. Passieren Dinge, die man nicht so ganz genau wirklich verstehen. Das ist das Problem. Also, das ist die Lage, meine Damen und Herren, aus Absurdistan. Es war mir eine Freude, Ihnen diese kulturellen Impressionen mal zu geben. Ich hoffe, Sie haben heute einen wunderbaren Tag im heimischen Deutschland. Ich versuche jetzt wieder aus diesem merkwürdigen Land zu entkommen und drücken Sie mir bitte die Daumen. Bis dann.